Platinen oder auch PCBs für euer Mikrocontroller-Projekt selber machen. Ohne fiese Chemikalien, ohne Edding, ohne Bügeleisen, aber dafür frisch und warm aus dem 3D-Drucker. Gleich nach dem Intro. Hey, heute geht es darum, wie man im CAD-Programm eine Platine für euren Mikrocontroller, in diesem Fall einem ESP32, bauen kann. In diesem ersten Teil zeige ich euch, wie man das Ganze im CAD-Programm konstruiert und im zweiten Teil nehmen wir den Lötkolben in die Hand und verlöten die Anschlüsse und den ESP. Die Platine wird so angelegt, dass einige der Pins mit Dupont-Steckern verwendet werden können. Außerdem kommt ein JST-Stecker für die Stromversorgung zum Einsatz. JST-Stecker haben den Vorteil, dass man diese nur in einer bestimmten Richtung anschließen kann. Das ist für die Stromversorgung, bei der es ja auf die richtige Polung ankommt, nicht ganz unpraktisch. In diesem Video geht es darum, generell den Weg zu zeigen, wie man so ein PCB-Design Schritt für Schritt anlegen könnte. Ihr müsst das Ganze dann auf euren Bedarf übertragen, denn mit Sicherheit nutzt ihr ja andere Pins und oder einen anderen Mikrocontroller. Die Platine in diesem Video ist dazu gedacht, ein E-Paper bzw. E-Ink-Display zu steuern. Außerdem soll auch noch ein Touch-Sensor an diesem einzelnen Pin hinzugefügt werden, um am Ende meinen Sbrück-Klopper-Zitate-Bilderrahmen zu betreiben. Dazu gibt es dann sicherlich auch bald ein Video. So, ich verwende hier die FreeCAD Version 0.19 Bild 23756. Hier erstellen wir ein neues Projekt und speichern es erstmal ab. Ich zeige euch in diesem Video auch mal den überaus praktischen Einsatz von Parametern. In diesem Fall sind das Werte, die wir in einem Spreadsheet, also sowas wie Excel-Tabellen, abspeichern. Diese Werte können wir in unserem CAD-Modell verwenden und passen wir einen der Werte an, passt sich unser CAD-Modell automatisch auch an. Verrückt! Ich wechsle in den Spreadsheet-Arbeitsbereich und klicke auf den Schalter, um ein neues Spreadsheet zu erstellen. Hier trage ich jetzt die Werte ein, die ich als Parameter verwenden will. Ich lege eine Spaltenüberschrift, Description und Value an und fülle die Werte wie hier zu sehen ab. Die Werte in der Spalte Description sind nur für uns, damit wir wissen, wofür der Wert überhaupt sein soll. Bei den Werten in der Spalte Value klicke ich jeweils mit rechter Maustaste und öffne das Properties-Fenster. Dort im Tab Display Unit gebe ich mm für Millimeter an und im Tab Alias vergebe ich einen Alias-Namen für diese Zelle. Über diesen Alias-Namen können wir den Wert aus dieser Zelle dann in Skizzen verwenden. Ich beginne jeden Alias-Namen mit dem gleichen Präfix, in diesem Fall PCB-. Das macht es später einfacher, den Wert wiederzufinden. Ich schreibe die Alias-Namen auch immer in Großbuchstaben, das muss aber auch nicht. Jedem sein Spleen, nicht? So, noch ein bisschen aufhübschen und dann legen wir mit unserer ersten Skizze los. Ich möchte, dass die Platte vorne, dort wo die USB-Buchse liegt, mit der Platine des ESPs abschließt. An allen anderen Stellen soll ein 4 mm Rand überstehen. Die Platte selbst soll auch 4 mm tief sein. Ich wechsle in den Part Designer und klicke hier unten bei den Fenstertabs auf das Hauptfenster, um in den 3D-Bereich zu wechseln. Und mit diesem Schalter erzeugen wir einen neuen 3D-Körper. Der ist allerdings zunächst erstmal leer. Ich erzeuge eine Skizze auf der XY-Ebene. FreeCAD wechselt dann automatisch in den Sketcher-Arbeitsbereich, um diese Skizze zu bearbeiten. Und hier lege ich zunächst ein einfaches Rechteck an. Bei den Bemaßungen kann ich im Feld für die Größe diese blaue Kugel anklicken, um Werte aus dem Spreadsheet zu verwenden. Ich fange an, das Wort Spreadsheet einzutippen. Der schlägt mir alle Spreadsheets vor, die FreeCAD findet. Warum zeigt er mir hier zwei Spreadsheets an? Weil man Spreadsheets in FreeCAD über zwei verschiedene Wege ansprechen kann. Entweder über den Objektnamen in doppelten Spitzenklammern oder über die interne Objekt-ID, die sich niemals ändert. Die interne Objekt-ID seht ihr übrigens hier ganz unten links, sobald ihr den Mauszeiger über ein Objekt in der Combo-View bewegt. Ich wähle die Objekt-ID des Spreadsheets aus. FreeCAD fügt noch automatisch einen Punkt hinzu und ich kann gleich weiter tippen. Da ich weiß, dass alle Aliase in diesem Spreadsheet mit PCB- beginnen, fange ich an, PCB zu tippen. Jetzt schlägt er mir Parameter-Alias-Namen vor, die FreeCAD in diesem Spreadsheet findet, und ich wähle den passenden Alias aus.
Ich denke, das Prinzip wird klar. Spreadsheet plus Punkt plus Aliasnamen. So könnt ihr die Werte aus einem Spreadsheet verwenden. Ich öffne nochmal den Parameterbereich und lasse jetzt die Länge unserer Basisplatte aus zwei Werten berechnen. Die Länge des ESPs plus das Padding ergibt die Gesamtlänge der Basisplatte. Das Ganze wiederholen wir für die Höhe, wobei wir diesmal noch das Padding mit 2 multiplizieren, weil wir hier ja das Padding auf beiden Seiten benötigen. Außerdem platziere ich das Rechteck noch mittig im Koordinatensystem. Das kann man zum Beispiel mit diesen blauen Konstruktionslinien machen. Mit diesem Schalter wechselt ihr zwischen dem normalen und dem Konstruktionslinienmodus. Konstruktionslinien sind Hilfslinien, die man zum Ausrichten und Messen verwenden kann. Diese werden aber beim eigentlichen Bau der 3D-Körper nicht berücksichtigt. Dann sagen wir noch, dass der Mittelpunkt des Koordinatensystems auf beiden Konstruktionslinien liegen soll, mit der Punkt-auf-Objekt-Beschränkung. Und dann hat die Skizze gar keine andere Möglichkeit mehr, als mittig im Raum zu liegen. Gut, die Skizze ist jetzt vollständig beschränkt. Das heißt, jeder Punkt, jede Länge und jeder Abstand in der Skizze sind vollständig beschrieben. Wenn das geschafft ist, wird die Skizze grün angezeigt und links wird auch gemeldet, dass die Skizze vollständig beschränkt ist. Ich klicke Close und anschließend den Pad bzw. Aufpolstern-Schalter. Der Pad-Befehl baut aus der 2D-Skizze dann ein 3D-Objekt. Bei dem Pad-Befehl kann ich im Feld für die Tiefe jetzt wieder diese blaue Kugel anklicken und den Wert aus dem Spreadsheet für die Tiefe der Platte nehmen. Jetzt klicke ich die Fläche an, in die ich eine Tasche fräsen möchte, in die der ESP dann genau hineinpassen soll. Die Platine des ESPs ist 1,6 mm dick. Das heißt, die Antenne sollte hinten problemlos überstehen, wenn die Tasche eine Tiefe von 1 mm hat. Auf der ausgewählten Fläche füge ich eine Skizze hinzu. FreeCAD wechselt dann wieder automatisch in den Sketcher-Arbeitsbereich. Zunächst hole ich mir eine Referenzkante aus dem Objekt, auf dem ich die Skizze erzeuge. Denn unsere neue Skizze hat keine Informationen über die Dimensionen des Objekts, auf dem sie erzeugt wurde. Dafür gibt es dieses spezielle Werkzeug. Referenzierte Kanten erscheinen in der Skizze in Lila und können nun für Abstände und Beschränkungen mitverwendet werden. Ich erzeuge wieder ein Rechteck und achte beim Erzeugen darauf, dass am Mauszeiger das Symbol für die Punkt-auf-Objekt-Beschränkung angezeigt wird. Warum? Das bedeutet, wenn ich nun klicke und den ersten Punkt meines Rechtecks erzeuge, dass dieser Punkt auch gleich diese Beschränkung mitbekommt. Ich könnte diese Beschränkung auch später manuell hinzufügen, so wie wir das eben schon bei den blauen Konstruktionslinien gemacht haben. Damit liegt jetzt die linke Seite des Rechtecks genau auf der linken Kante unserer Basisplatte. Ich bemaße alle Längen und Abstände mit den Maßen des ESPs aus dem Spreadsheet plus dem Toleranzwert für den 3D-Drucker. Da 3D-Drucker ja gewisse Toleranzen bei den Maßen aufweisen, sind solche Taschen oder Löcher gerne mal ein Müh zu klein. Und um dem entgegenzuwirken, füge ich der Länge und Breite der Tasche eben diesen Toleranzwert hinzu. Um dieses Rechteck noch auf unserer Platte zu zentrieren, erzeuge ich 2 Konstruktionslinien zwischen den Eckpunkten rechts oben und rechts unten. Ich wende auf diese beiden Konstruktionslinien noch die Gleichheitsbeschränkung an. Das heißt, die beiden Linien müssen immer die gleiche Länge haben. Und somit ist unser Rechteck mittig platziert und wird nun auch als vollständig beschränkt in grün angezeigt. Ich klicke Close und anschließend den Pocket-Schalter, gebe 1 mm als Tiefe an und die Tasche ist fertig hineingefräst. Jetzt widmen wir uns den Löchern für die Pins des ESPs. Checken wir dazu zunächst nochmal die Maße. Pins haben in der Regel immer einen Abstand von 2,54 mm. Außerdem hat ein Pin eine Seitenlänge von etwa 0,65 mm. Der Silberdraht, den ich verwenden möchte, hat eine Stärke von 0,6 mm. Das heißt, wenn wir Bohrlöcher mit einem Durchmesser von 1,5 mm verwenden, sollte das locker reichen. Und 1,5 mm Löcher lassen sich noch einigermaßen gut drucken. Okay, dann klicken wir jetzt auf die Fläche, in die die Löcher gebohrt werden sollen, um diese auszuwählen und erzeugen wieder eine Skizze darauf. Wir benötigen wieder Referenzkanten aus der Skizze für die Tasche. Allerdings verdeckt das aktuelle 3D-Modell die Sicht. In dem Fall gibt es die Möglichkeit, in eine Schnittansicht zu wechseln. Dann wird das 3D-Modell auf Höhe der aktuellen Ebene heruntergeschnitten und deckt dadurch oft Linien auf, an die wir in der normalen Ansicht nicht drangekommen wären. Jetzt erzeugen wir einen Kreis mit dem Durchmesser von 1,5 mm
Kreismittelpunkt soll einen Abstand von 1,75 mm zur oberen und zur unteren Kante haben. FreeCAD hat ein Array-Werkzeug. Damit kann man ein ausgewähltes Objekt mit einem bestimmten Versatz kopieren. Also den Kreis auswählen und auf das Array-Werkzeug geklickt. Im Dialog stellen wir 19 Columns und eine Row ein. Außerdem erhält die Clone-Checkbox noch ein Häkchen. Dadurch haben alle Kreise immer den gleichen Durchmesser, falls er später mal geändert werden sollte. Ein Klick auf OK und er zeigt dann an der Maus schon mal an, wie der Abstand und der Winkel sein wird. Am besten schon mal in die Nähe von 2,54 mm und 180 Grad bewegen und dann nochmal klicken. Die Kopien werden jetzt erzeugt und wir können die Maße doppelt anklicken, um diese zu ändern. Den Abstand stellen wir jetzt auf genau 2,54 mm und den Winkel auf 180 Grad. Okay, das müssen wir jetzt nochmal an der unteren Kante wiederholen. Kreis erzeugen, Durchmesser und Abstand einstellen und mit dem Array-Werkzeug 18 Mal kopieren. Die Skizze sollte nun auch grün und damit vollständig beschränkt sein. Also klicken wir Close und nutzen das Pocket-Werkzeug, um aus den Kreisen Löcher zu machen. Bei Type nehmen wir Through All. Damit werden die Löcher bis zum Ende der Platte komplett durchgebohrt. Davon mache ich jetzt einen ersten Testdruck, um zu sehen, ob die 0,3 mm Toleranz für den 3D-Drucker ausreichend gewählt sind und der ESP genau hineinpasst. Für den Testdruck mache ich die Platte aber nur 2 mm dick, geht dann schneller zu drucken. Dazu gehe ich zurück ins Spreadsheet und passe den Wert für die Tiefe der Platte entsprechend an. Ich wähle den Body aus und erstelle über File Export eine STL-Datei und diese lade ich in meinen Cura-Slicer und schicke das Ganze zu meinem 3D-Drucker. Okay, da war ich jetzt ein bisschen baff, denn die Tasche für den ESP und die Löcher passen perfekt. Bah, mega! Gut, als nächstes bohren wir die Löcher für die Stifte der JST-Buchse für die Stromversorgung. Diese Buchse kommt an die Seite, wo die WLAN-Antenne des ESPs hinausragt. Ich drehe die Platte jetzt so, dass ich die Seite sehen kann, die unter der Antenne liegt. Dafür könnt ihr auch den Knopf Set to Isometric View verwenden oder die 0 auf dem Nummernpad. Ich wähle diese Fläche aus, um darauf eine Skizze zu zeichnen. Mit dem Tool für Referenzkanten aus externen Geometrien holen wir uns wieder die Kanten der Platten. Unsere Öffnungen für die beiden Pins sollen mit der unteren Kante abschließen. Außerdem mache ich sie 2 mm hoch und 1,3 mm breit. Ich verwende hier eine JST-XH-Buchse. Da sind die Pins ebenfalls 2,54 mm auseinander. Das heißt, die beiden Mittelpunkte der Öffnung müssen 2,54 mm auseinander sein. Die Breite für die Pinöffnung lege ich ebenfalls im Spreadsheet an. Da wir insgesamt 11 Pinöffnungen haben, kann ich so mit nur einem Wert alle Öffnungen nochmal nachjustieren, falls ich der Meinung bin, die müssen doch größer oder kleiner werden. Gut, legen wir mal los. Wir erzeugen ein Rechteck, wobei der erste Klick am besten auf der unteren Kante starten sollte. Dann ist die untere Seite des Rechtecks schon mal fest mit der Kante verbunden, wenn denn beim Klicken das Punkt auf Objekt platzieren Icon dargestellt wird. Dann noch die Bemaßung angeben, wie wir sie gerade besprochen haben. Jetzt wähle ich alle Seiten aus und kopiere das Rechteck mit Ctrl-C bzw. Command-C auf dem Mac und klicke an die Stelle mit linker Maustaste, an der die Kopie platziert werden soll. Das Rechteck ist jetzt noch frei verschiebbar. Das müssen wir ändern. Wir wählen das Punkt auf Objektbeschränkung-Werkzeug, klicken zuerst einen der beiden unteren Punkte des Rechtecks an und klicken dann auf die untere Kante der Platte. Jetzt sollte das Rechteck auch fest mit der unteren Kante verbunden sein. Nun lege ich den korrekten Abstand zwischen beiden Rechtecken fest. Das können wir mit dem Abstandswerkzeug zwischen einem Punkt und einer Linie machen. Ich klicke auf den oberen linken Punkt des rechten Rechtecks und klicke anschließend auf die linke Linie des linken Rechtecks.
Jetzt stimmt der Abstand und wir müssen diese Skizze nur noch mittig positionieren. Dafür erstelle ich wieder Konstruktionslinien von den beiden oberen inneren Punkten der beiden Rechtecke zum Weltmittelpunkt. Achtet darauf, bevor ihr auf den Weltmittelpunkt klickt, dass die Maus auch wirklich dieses Symbol für die Punktkoinzidenzbeschränkung anzeigt. Nur dann ist der Punkt der Konstruktionslinie wirklich mit dem Weltmittelpunkt verbunden. Da durch den Weltmittelpunkt auch die Z-Achse verläuft, kann man hier schnell mal nur die Punkt-auf-Objekt-Beschränkung auslösen. Dann wäre die Konstruktionslinie immer noch nach oben und unten verschiebbar und die Beschränkung der Skizze wäre nicht vollständig. Anschließend bekommen beide Konstruktionslinien wieder die Gleichheitsbeschränkung und alles ist grün und schön. Ein Klick auf Close und mit dem Pocket-Werkzeug erstellen wir eine 6 mm tiefe Tasche. Jetzt erstellen wir den Zugang für den einzelnen Pin, den ich für einen Touch-Sensor verwenden möchte. Wir drehen die Platine so, dass wir diese Seite auswählen und erstellen darauf eine neue Skizze. Mit dem externen Referenzwerkzeug holen wir uns wieder diese Kante, an der, wie auch schon bei den Öffnungen für die Stromversorgung, die Rechtecke genau abschließen sollen. Außerdem holen wir uns den Kreis des siebten Pins, wenn man von den JST-Pins aus anfängt zu zählen. Dieser Kreis wird uns als zwei Punkte auf unserer referenzierten Kante projiziert. Dieses können wir verwenden, um unsere Öffnung für den Pin zu positionieren. Und falls aus irgendeinem Grund der Kreis mal verschoben wird, dann wandert unsere Pinöffnung mit. Also wieder ein Rechteck erzeugen, das an der unteren Kante verankert ist. Maße wie bei den Stromversorgungspins angeben, 2 mm hoch und die Breite nehmen wir aus dem Spreadsheet. Mittige Positionierung mache ich wieder über zwei Konstruktionslinien zu den referenzierten Punkten des Kreises und einer Gleichheitsbeschränkung. Die Skizze sollte jetzt grün sein, also auf Close und mit dem Pocket-Werkzeug wieder eine Tasche erzeugen mit 6 mm Tiefe, sodass die Tasche durch die Bohrung läuft. So, Zeit für ein paar Aufräumarbeiten im Combo-View. Oben unter unserem Spreadsheet sehen wir unser Objekt, das wir gerade bearbeiten. Ein Body-Objekt. Buddies kann man sich vorstellen, sind die einzelnen Objekte, die wir zum 3D-Drucker schicken. Wenn wir ein komplexes Objekt aus mehreren Teilen drucken würden, dann würden wir für jedes zu druckende Teil ein Body anlegen. Zumindest in der Regel. Man kann sich ja auch andere Workflows anwenden. Wenn wir den Body aufklappen, sehen wir alle Arbeitsschritte, die wir bisher im Body durchgeführt haben. Wobei ganz unten immer der jeweils letzte Schritt ist. Man kann mit der Leertaste diese Arbeitsschritte einblenden, dann werden automatisch alle anderen Arbeitsschritte ausgeblendet. So kann man quasi, wie in einer Zeitleiste, nochmal zu einem früheren Schritt zurück oder sich diesen zumindest anzeigen lassen. Das Origin-Objekt enthält einfach nur alle Objekte bezüglich des Koordinatensystems und deren Ursprung, das können wir vernachlässigen. Der erste Arbeitsschritt darunter war das Erstellen der Basisplatte, deswegen benenne ich den jetzt entsprechend um. Rechtsklick drauf und dann Rename. Und den Namen vergeben. Der nächste Schritt war die Tasche für den ESP, benenne ich auch entsprechend um. Danach kamen die Schritte Bohrung für die ESP-Pins, Tasche für die beiden Pin-Öffnungen für die Stromversorgung und zuletzt hatten wir unsere erste Öffnung für einen der Datenpins erstellt. Alles, was nicht Stromversorgungspins sind, nenne ich hier mal Datenpins. Wenn man die Arbeitsschritte aufklappt, dann findet man darin die jeweilige Skizze, die für diesen Arbeitsschritt zur Verwendung kam. Das Schöne ist, man kann diese Skizzen doppelt anklicken und wieder bearbeiten. Auch in den älteren Arbeitsschritten ist das möglich. Ich möchte jetzt das Modell etwas aufräumen und von den ESP-Pin-Bohrungen wieder die entfernen, die wir nicht benötigen. Das heißt, ich öffne die Skizze, die wir für die Bohrungen der ESP-Pins verwendet haben und entferne dort die Löcher, die ich nicht benötige. Kreis auswählen und auf Entfernen drücken. Die Konstruktionslinien, die das Array-Tool erzeugt hatte und jetzt überflüssig sind, können wir löschen. Dadurch verschwindet auch die Winkelangabe des Arrays. Wir müssen aber trotzdem den Abstand und die Lage zwischen diesen beiden Löchern fest definieren. Dazu erzeugen wir einfach eine Konstruktionslinie zwischen den Mittelpunkten dieser beiden Löcher. Diese hat automatisch eine Horizontalbeschränkung bekommen.
da die Löcher eh schon durch den 180-Grad-Winkel horizontal zueinander ausgerichtet waren. Jetzt wenden wir noch die horizontale Bemaßung auf die Konstruktionslinie an und übernehmen einfach den jetzigen Abstand, denn der war ja eh schon korrekt. Das Ganze wiederhole ich noch für die gegenüberliegende Lochreihe. Den großen Abstand beschränke ich wieder mit einer Konstruktionslinie und einer horizontalen Bemaßung. Die anderen Konstruktionslinien erstelle ich ebenfalls neu. Zuerst alle löschen, dann rechts den ersten Abstand mit 2,54 mm erstellen. Konstruktionslinien der fünf Löcher daneben müssen auch noch beschränkt werden. Dazu können wir mit der Gleichheitsbeschränkung das Maß der ersten Konstruktionslinie übernehmen, wo ja die 2,54 mm bereits festgelegt sind. Einfach alle diese Konstruktionslinien auswählen und auf das Gleichheitsbeschränkungswerkzeug klicken. Jetzt fehlt noch die Bemaßung des Durchmessers der Kreise. Die ist bis jetzt nur beim ersten ganz rechten Loch vorhanden. Dadurch, dass wir die Gleichheitsbeschränkung, die das Array-Werkzeug erzeugt hatte, gelöscht haben. Also einfach alle Kreise auswählen und wieder auf das Gleichheitsbeschränkungswerkzeug klicken. Jetzt ist die Skizze wieder grün und das Modell haben wir vereinfacht. Vereinfachen ist immer gut, spart dann oft auch Zeit beim Drucken. Aktivieren wir wieder den letzten Arbeitsschritt und kontrollieren den aktuellen Stand. Und was ist das? Die Pin-Öffnung für den einzelnen Datapin hat sich verschoben. Was ist passiert? Öffnen wir dazu wieder die entsprechende Skizze mit einem Doppelklick. Aus irgendeinem Grund sind die Referenzpunkte, die wir uns über den Kreis der Pinbohrung geholt haben, verändert worden. Offensichtlich, weil wir nachträglich an den Löchern der Bohrung gearbeitet haben. Sowas passiert leider hin und wieder. Wir können dazu einfach die Konstruktionslinien und die Referenzlinien, die wohl jetzt falsch sind, löschen. Zwei Möglichkeiten. Einfach wie zuvor schon die Referenzpunkte des Kreises holen und die Konstruktionslinie neu anlegen. Oder abmessen, wie weit die Öffnung von der Kante weg sein muss, damit sie genau über der Bohrung liegt. Letzteres hätte den Vorteil, dass keine Referenzen mehr kaputt gehen können. Nachteil, wenn man das Loch verschiebt, verschiebt sich diese Öffnung nicht mehr mit. Ich gebe den Referenzen nochmal eine Chance. Kommen wir jetzt zu den letzten 8 Datapin-Öffnungen. Wir erzeugen wieder ein Rechteck für die Pin-Öffnung, wie schon zuvor. Diese soll 4 mm von dieser Kante entfernt sein. Das Rechteck kopieren wir jetzt wieder mit dem Array-Werkzeug. Wir stellen 8 Columns ein und stellen anschließend den Winkel auf 0 Grad und den Abstand wieder auf 2,54 mm. Die Skizze sollte jetzt grün sein. Wir klicken Close. Der letzte Pocket-Arbeitsschritt wird jetzt automatisch auf die neu überarbeitete Skizze angewendet und es werden aus den zusätzlichen 8 Rechtecken ebenfalls 6 mm tiefe Taschen erzeugt. Jetzt können wir anfangen, die Leiterbahn zu konstruieren. Dafür sollten wir erstmal eine kleine Skizze anfertigen, wie wir die Leiterbahn führen wollen. Meine Skizze sieht etwa so aus. Wir wählen die Unterseite der Platte aus und erzeugen eine neue Skizze. Fangen wir mal mit den Leiterbahnen für die Stromversorgung an. Ich erzeuge 2 Rechtecke, die jeweils die Pin-Öffnungen für die Stromversorgung und die Bohrung zum ESP-Pin verbinden. Für die Breite der Leiterbahn lege ich noch einen Wert im Spreadsheet an. So kann ich die Breite aller Leiterbahnen bei Bedarf anpassen. Ich nehme eine Breite von 1 mm. Ich verbinde die beiden Leiterbahnen noch mit einer Konstruktionslinie, die eine vertikale Beschränkung bekommt. So sind diese beiden Leiterbahnen immer gleich ausgerichtet. Und bei der Bohrung schiebe ich die Enden so, dass sie in der Bohrung liegen. Zuletzt noch eine Positionsbeschränkung auf einer der Linien der beiden Leitungen. Dadurch ist die Position fix und wir verschieben nichts, wenn wir gleich mit den anderen Leiterbahnen an diese andocken. Jetzt fräsen wir mit dem Pocket-Werkzeug die Leiterbahn mit 2 mm Tiefe in die Platte und damit haben wir unsere ersten beiden Leiterbahnen erstellt. Hurra!
zurück in die Skizze. Jetzt verbinden wir die rechte Pinöffnung unserer Achtergruppe mit der unteren Stromversorgungsleitung. Das hier ist übrigens die 3-Volt-Leitung. Dafür nehme ich mir das Polyline-Werkzeug und zeichne mir die Leiterbahn ein. Mit Absicht will ich hier noch nichts mit anderen Objekten verknüpfen, das will ich gleich selber übernehmen. Man könnte auch direkt eine rechtwinklige Leiterbahn anlegen, allerdings ist es schwieriger, nachher den Silberdraht in einem 90-Grad-Winkel zu verlegen. Oder ich habe dafür nicht das passende Werkzeug. Außerdem sieht es auch irgendwie cooler aus. Und das ist ja auch wichtig. Ich verteile jetzt erstmal überall vertikale und horizontale Beschränkungen, dort wo es hingehört. Ich vergebe jetzt die Leiterbahnmaße, damit die Leiterbahn überall gleich breit ist. Unten lasse ich die Leiterbahn in die Pinöffnung hineinragen. Es reicht, das Ganze optisch mittig anzulegen. Die beiden Diagonalen versehe ich mit einer Parallelbeschränkung. Hier lege ich die Breite der diagonalen Leiterbahn an. Zur Kontrolle klicke ich immer wieder auf Close und schaue mir die aktualisierte Fräsung an. Erfahrungsgemäß geht bei diesen Leiterbahnkonstruktionen gerne irgendwas schief. Und dann weiß ich zumindest ungefähr, bei welchem Schritt das passiert. Dann verbinde ich jetzt noch diese Leiterbahn mit der 3-Volt Stromversorgung mit einer Punkt-auf-Objekt-Beschränkung. Auf Close klicken und siehe da, das sieht jetzt komisch aus. An dieser Stelle überlappen sich zwei Linien und das geht dann beim Pocket-Befehl schief. Wir müssen diese Linie entfernen und quasi aus den beiden Leiterbahnen ein Objekt machen. Wenn ich diese Linie anklicke, wählt er mir allerdings die Linie von der Leiterbahn der Stromversorgung aus. Ich nehme das Trimmwerkzeug und klicke einmal auf den Bereich, den ich entfernen möchte. Rechtsklick, um das Trimmwerkzeug wieder zu deaktivieren. Hier zeigt er jetzt eine Überbeschränkung an. In dem Fall einfach auf Click to Select klicken. Dann wählt er alle Überbeschränkungen aus und mit der Entfernen- bzw. Delete-Taste löschen. Jetzt kann ich die Stelle mit links auswählen und entfernen drücken. Zur Kontrolle ziehe ich nochmal an den neuen Leiterbahnen, ob alle Punkte auch korrekt verknüpft sind. Beim Trimmen passiert das gerne mal, dass Punkte nicht mehr wirklich verschweißt sind, so wie hier. Das können wir mit einer Punkt-Koinzidenzbeschränkung wieder beheben. So, nochmal dran rumzuppeln. Sieht gut aus. Kontrolle mit Close. Sieht auch gut aus. Weiter geht's. Dann fügen wir doch eben mal die nächste Leiterbahn hinzu. Diese soll zur Leiterbahn von Ground führen. Wir gehen dabei genauso vor wie gerade eben. Leiterbahn grob mit dem Poly-Werkzeug anlegen, vertikale, horizontale und parallele Beschränkungen da, wo es Sinn macht und Bemaßung der Leiterbahnbreite anlegen. Zwischen den beiden diagonalen Leiterbahnen lege ich auch eine Parallelbeschränkung an, damit diese diagonalen Abschnitte immer den gleichen Winkel haben, also parallel zueinander sind. Die Verbindung zum Ground-Leiter schaffen wir genauso wie eben beim Leiter zur 3-Volt-Leitung. Punkt auf Objektbeschränkung anwenden, Trimmwerkzeug auf die Linie, die weg soll, die Überbeschränkung entfernen und dann die Linie löschen, anschließend noch die Punkte wieder verschweißen mit einer Punkt-Koinzidenzbeschränkung. Unter der Pinöffnung füge ich eine Konstruktionslinie vom linken Punkt der ersten Leiterbahn zum linken Punkt der zweiten Leiterbahn ein. Horizontal beschränken und auf ein Maß von 2,54 mm drücken. Jetzt möchte ich doch noch die erste rechte Leiterbahn der Achtergruppe an der ersten Pinöffnung ausrichten. Dazu hole ich mir zunächst mit dem externen Referenzwerkzeug die obere Kante der Pinöffnung. Anschließend wieder den mittig platzieren Trick mit zwei Konstruktionslinien, die eine Gleichheitsbeschränkung bekommen. Nochmal Kontrolle mit Close. Sieht alles gut aus. Kümmern wir uns noch um einen festen Abstand zwischen den diagonalen Leiterbahnen, damit so etwas hier nicht passiert. Dazu erstellen wir eine Konstruktionslinie zwischen zwei benachbarten Leiterbahnen
Auf diese und einer der Leiterbahnlinie wenden wir eine Senkrechtbeschränkung an. Und dann vergeben wir noch eine Länge von 1 mm. Wenn ihr jetzt mal die Leiterbahn verschiebt, passt sich alles wunderbar an und nichts überschneidet sich. Mit dem bisherigen Wissen können wir jetzt die restlichen Leiterbahnen anlegen. Da ist jetzt tatsächlich etwas Handarbeit angesagt. Für die nächsten beiden Leiterbahnen halte ich jetzt mal die Klappe und spiele das in dreifacher Geschwindigkeit ab. Das Prinzip ist immer das gleiche wie auch bei den vorherigen Leiterbahnen. Bei den Leiterbahnen für die 5er Lochgruppe benutze ich wieder das Array-Werkzeug. Ich wähle die Leiterbahn aus, die ich kopieren möchte, wähle das Array-Werkzeug und stelle die Werte korrekt ein, 5 Columns und eine Row. Nach dem Erzeugen des Arrays stelle ich den Winkel und Abstand korrekt ein, lösche aber diese danach wieder, genauso wie die Konstruktionslinien, die das Array-Werkzeug angelegt hat. Ich möchte die Konstruktionslinien mit etwas anderen Beschränkungen später anlegen. Das Array-Werkzeug übernimmt leider statt der Parameterangabe der Leiterbahnbreite nur den Wert. Deshalb trage ich den Parameter selber nochmal überall nach. Unten lege ich jetzt wieder die Konstruktionslinien für den Abstand zwischen den Pins an. Die benötigen eine Horizontalbeschränkung. Ich wähle dann alle unteren Konstruktionslinien aus und vergebe eine Gleichheitsbeschränkung. Da schon ein paar Gleichheitsbeschränkungen drauf waren, sind diese nun teilweise überbeschränkt. Das lösen wir wieder mit Click to Select und der Löschen-Taste. Nun lege ich wieder die Abstände zwischen den diagonalen Leiterbahnen an, Konstruktionslinie mit Senkrechtsbeschränkung und 1 mm Länge. Falls irgendwo noch eine Parallelbeschränkung fehlt, füge ich diese hinzu. Und wenn wir jetzt nochmal an einer Leiterbahn ziehen, passen sich alle anderen nach wie vor mit an. Wunderschön. Ich füge auch noch hier oben die Pinabstände von 2,54 mm über Konstruktionslinien hinzu, so wie ich es gerade auch schon unten gemacht hatte. Und zu guter Letzt fixiere ich noch diese drei Leiterbahnenden, da diese sich noch leicht bewegen, wenn wir eine Leiterbahn verschieben. Im Laufe des Videos habe ich festgestellt, dass diese Blockbeschränkung Probleme macht. Diese führte immer zu Überbeschränkungen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Daher nehme ich jetzt diese Lockbeschränkung mit dem Schlosssymbol. Ich klicke den Punkt an, den ich festsetzen will, und klicke dann auf das Schlosssymbol. Die macht im Grunde nichts anderes, als den momentanen horizontalen und vertikalen Abstand zum Weltmittelpunkt mit einer Bemaßung festzusetzen. Man könnte das Gleiche also auch mit zwei Bemaßungen jeweils in horizontaler und vertikaler Richtung erreichen. So, wenn man jetzt die Leiterbahn verschiebt, bleibt dieses Ende immer schön fixiert.
Ich wiederhole das Ganze mit der Ground-Leiterbahn und der rechten Leiterbahn aus der Fünfergruppe. Die untere rechte Leiterbahn hatten wir ja durch zwei Konstruktionslinien anders fixiert. Da ist das nicht notwendig. Und ein letzter Zuppeltest zeigt, dass alle Leiterbahnenden jetzt genau da bleiben, wo sie hingehören. Goldplatte. Die drucken wir jetzt mal aus. Zum Exportieren der Platine stellt zunächst sicher, dass unser Platinenbuddy ausgewählt ist und geht dann auf File und Exportieren. Jetzt könnt ihr das Ganze als STL-Datei abspeichern. Ladet die STL-Datei in das Slicer-Programm eurer Wahl. Als Druckprofil macht hier sicherlich eine feinere Einstellung Sinn. Ich habe auch Skirt hinzugefügt, da sich solche Plattenformate gerne mal nach oben winden. Brim geht nicht, wenn ihr die Leiterbahn nach unten auf die Druckplatte legt, denn Brim würde dann die Leiterbahn dicht drucken. Nach dem Drucken gegebenenfalls die Pinlöcher nochmal mit einer Stecknadel bearbeiten, um die Löcher von eventuellem Filamentgriesel zu befreien. Schließlich muss unser Silberdraht hindurchpassen. So, ihr habt jetzt also einen Plan, wie man so eine Platine für ein Mikrocontroller-Projekt im CAD-Programm konstruieren kann. Im zweiten Teil zeige ich euch dann, wie man das Ganze verlötet und am Ende so eine schöne Platine für sein ESP erhält. Ach, und falls FreeCAD euch mal ärgert, erstmal Käffchen trinken und dann nochmal probieren. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss!